dann war's das. Ich finde auch den Anfang vom Level unglaublich unnötig dafür, dass halt der Hauptteil dann doch relativ lange dauert und auch anspruchsvoll ist. Der Pinguin ist ja schon knuffig. Also man könnte schon so über den Pinguin philosophieren. Und ich habe immer noch keine Pinguin-Puppe von dem Spiel gefunden. Pinguin-Puppe? Ja. Andererseits, ich habe noch gar kein Merch von dem Spiel gefunden, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil da hat ja schon so ein paar tolle Sachen. Ich lese mal hier so ein bisschen durch. Okay, lese mal. Zum Beispiel die Kritik des Spiels laut Wikipedia. Das sind nicht meine Einfälle. Okay. Das Spiel hat ein paar technische Probleme und stürzt besonders in Verbindung mit dem Expansion Pack oft ab. What the fuck? Ach, das stimmt, das hatten wir ja einmal. Hm. Okay. Des Weiteren soll es Fehler geben, die es verhindern, ein Spiel vollständig durchspielen zu können. Oh Gott, fucking Gamebreaker. Oh nein, ey. Dennoch wurde das Spiel von den Kritikern recht gut angenommen. Verstehe ich nicht. Hier gibt's Huskies. Szenen aus dem Spiel wurden für das Musikvideo zu dem Lied Twift Shoeblade aus dem Jahre 1997 erschienenen Album Autodidacker von Maus und Mars verwendet. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer Maus und Mars ist. Vermutlich eine sehr gute Band. Ja, die haben das Spiel gemacht. Muss gut sein. Oh, hattest du das mal erwähnt? Das kam für PlayStation raus. Ja. Quasi N64 hier 1998, 1. Oktober und PlayStation Sommer 2000. Kranke Sache. Das ist echt interessant. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen auf der PlayStation. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Wie geht das halt noch, ne? Aber. Weil es gibt null Infos über die PlayStation-Variante. Und es steht nur Sommer 2000 für die PlayStation-Variante da. Da steht jetzt nicht, ob das wirklich rauskam oder geplant war und nicht kam. Wikipedia steht. Game Boy Color steht als Plattform da. Was? Okay, das. Vergessen wir einfach Wikipedia. Ja. N64 ist das unglaublich detailgetreu. Hier. Ja? N64, Oktober 1998, Game Boy Color, Juli 1999, PlayStation, Juni 2000. Alles nur in Europa. Das kam ernsthaft auf den Game Boy Color. Mhm. Wird es hier fast schon lohnen, mal irgendwie zu suchen, wie Bilder dazu aussehen. Schon. Das klingt echt interessant. Hier, 84% für den N64-Part, 50% für den Game Boy Color und 83% für die... 83 als Metakritik. Ey, 83 ist stark. Das ist echt nicht schlecht. Aber ich kann es auch verstehen, wenn das Level hier nicht bekannt wäre. 4 von 5 Sternen bei GamePro. Die hatten damals ja noch 6,5 von 10. GameSpot 7,1 von 10. Game Revolution B+. IGN 9,5 von 10. Nintendo Power 8,1 von 10. Wäsche. Ist das eigentlich ein Hasepuff? In some levels, the player may be able to pass through walls and hit the right angle. This is more common stinky sewers, bla bla bla. Okay, du kannst also wohl durch Wände durchglitschen bei dem Spiel. Das hatten wir doch mal gehabt. Ja, stimmt. War das jetzt bei den stinky sewers? Wahrscheinlich, nein. Ja. Das war doch die Ecke da, wo wir auf einmal mit dem Fuchs losgedüst sind und seltsamerweise durch die Wand. Das hier ist mies, ey. A further bug prevents the player from collecting all the souvenirs in the game. Since the bug occurs, it is impossible for the player to unlock all the secret bonus level. Das ist doof. However, it can be reached by entering a code at the level selection screen. Das ist ja auch dann dumm. Ich verstehe die Steuerung von diesem Heli-Hasen nicht. Manchmal fliegt er einfach nicht hoch. Oh, das hier ist cool. Der Song, für den das Spiel genutzt wurde, ist dann verbaut worden von DMA Design in GTA 2. Okay. Also da hast du einen Radiosender, wo das Lied läuft. Könnte man das ja irgendwie schon kennen vom Hören? Theoretisch schon, ja, aber ich habe ehrlich gesagt... Keine Ahnung von Musik. Genau. Nee, ich habe absolut... also den Soundtrack von GTA 2 und 1 habe ich gar nicht im Kopf. So, und ich muss jetzt wieder dringend irgendwie... Oh Gott, irgendwo Energie auftreiben. Sonst war es das für heute zumindest. Mit diesem Level! Und dann sind da die fucking Huskies. Huskies. Ich hab so eine Angst gerade. Einfach dahin. Ja, danke. Bomben? Nein! Sehr gut. Danke. Ich lob mich auch. Bin toll. Aber ich fall drauf. Bin cool.
Käse schmeckt am besten auf dem Brot. Kalt. Fuck! Da ist noch einer. Warum steht der da vorne rum? Wo ist überhaupt das Heil-Item, was ich eben am Anfang gesehen habe? Wir hatten das aufgemacht. Landen, landen, landen. Nein! Ja! Nein, ja. Und stirb. Ach komm. Der hält viel zu viel aus. Ja. Ich schau mal, auch völlig wurscht, mit was du ihn angreifst. Ob jetzt als Husky oder als ja. Hase. Alter, ich meine, er kann sich aktuell nicht wehren, wenn ich direkt übe. Ach, Gott sei Dank. Okay. Aber wenn wir das richtig verstehen, sind eigentlich die Kanonen schlimmer als die Huskies. Ja. Wenn du über den Huskies direkt drüber bist, hilft dir das hier wenigstens noch was. Gott. Landen, losfliegen. Ich muss echt zwischenlanden, um nach höher zu kommen. Das ist sehr interessant. Und ein bisschen doof. Ein bisschen. Ja. Oh, fuck it. Landen. Sehr schön. Zack, 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 irgendwie zwei Bomben. Warum fliegt die Bombe? Ja, ganz ehrlich, sobald die scheiß Kanonen da weg sind. Schönes Spiel wahrscheinlich. Aber es gibt so viele Kanonen. Da, man sieht's, Kanone. Es ist so ein Krampf, ey. Nein! Um die Kurve. Zielsuchende Kanone. Das ist eine super Idee bei so einem Spiel. Mann. Jetzt. Aber es sieht aus, als würde die Kanone so ein bisschen zur Seite rutschen. Ja. Okay, wo ist der Husky? Ich glaube dahinter, oder? Wo ist denn Schatten? Ja, da ist er. Nicht landen, danke schön. Gut, zwischenlanden, anheben, abheben und. Ah? Feuer. Es ist so dumm, ey. Ja. Yes. Okay. Wichtiger Schritt. Hatte ich jetzt eben schon an den Startkanonen was kaputt gemacht? Also da, wo man. Ich weiß nicht, wollte ich am Lesen. Konzentrier dich gar nicht. Kannst du hinten auch noch leben? Das ist vor allem ein Husky. Oh shit. Oh ne. Ja, komm. Ja, Alter. Das ist ja fürchterlich. Ist er tot? Yep. Ja. Gut. Okay, ich nehme das Leben hier mit, weil es sind eh fast auf der Hälfte. Das füllt die Hälfte auf. Ja, du hast ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ich weiß, aber ich will kein Risiko gehen, wenn ich hier gleich nach vorne gehe und ich nehme was getroffen. Gott. Ich hab jetzt das erste Mal so ein bisschen Hoffnung. Diese fucking chillige Musik dabei, ja. Ist ein wahnsinnig, ey. Wie kann der Komponist so ruhig bleiben? Ja. Oh, ey, das macht so einen Schaden. Aha. Das ist fast dein komplettes Heil-Item mit einem Treffer. Macht keinen Spaß, ne? Und wieder wegfliegen. Und den da unten kann man auch gerade mitnehmen. Was macht der denn da? Ja. Ich weiß es nicht. Nein! Diese Zielsucher gehen. Yes. Ist es kaputt? Ja. Ist kaputt. Okay. Das war noch nicht alles. Es fehlt auf jeden Fall noch mindestens eine Kanone und mindestens bis der Husky hier unten. Der ist tot. Der ist tot. Der ist sowas von tot! Das heißt, es lebt immer noch einer, oder? Mission? Töte alle Huskies, zerstöre. Also von beiden ist mindestens noch einer da. Oh Gott. Ist das deprimierend. Vor allem, es fordert einen ja wirklich richtig. Oh Gott, wo ist denn der Husky vor allem? Vor allem, ich würde einfach mal gerne die Kamera drehen, damit ich in etwa weiß, wo das ich hin muss. Das ist nicht mit den C-Buttons machen. Dafür sind die doch da, deswegen heißen die C-Buttons. Da. Okay, Husky. Ich würde gerne höher fliegen! Gott. Ja, komm, 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 komm! Schön die Ecke drängen. Die Ecke ist in dem Fall noch schlimmer, weil dann rutscht er. Okay, Huskies sind erledigt. Schön. Jetzt hätte ich gern so ein automatisches Heilsystem. Es gibt kein Heil-Item mehr. Es gibt kein Heil-Item mehr. Zwischenlanden. So. Da ist der eine. Das heißt, da hinten ist noch eine fucking Truhe. Truhe? Ja. Das hätten wir gerne. Das ist aber leider ein Kanon. Wie willst du da hochkommen? Wie willst du da hochkommen? Du musst jetzt hier kurz zwischenlanden. Und irgendwie stehen und dann wieder weiterfliegen. Irgendwie es schaffen. Oh, komm, das ist keine runter, Chance. Runter, keine runter, Chance. Runter. Ernsthaft, wie willst du da hinkommen? Oh, das gibt's nicht. Wie willst du da hast hinkommen? Hast du immer noch Heilheit? Ich fürchte nicht. Ich kann mal hier reinfliegen. Ey, ganz ehrlich, das ist doch voll die Verarsche.
Ah, da vorne. Okay. Gott, ey, wenn das jetzt klappt, dann bin ich froh. Wäre schön, ne? Sie hat schon die ganzen Leute mitzittern vor dem Bildschirm, weil die nicht wollen, dass Hasen sterben. Stimmt. Hast du dir eine gute Ausgangsposition versetzt? Warum senke ich denn jetzt ab? Weil ich sie auch nicht irgendwie unten an den, anhand der, ja, an der Leiste unten, ja. Fähigkeitskreisen da, warum ich absinken sollte. Na. Das verstehe ich nämlich auch nicht so ganz. Ich dachte mir eigentlich, du kannst irgendwie unendlich fliegen. Mhm. Zumindest halt die Höhe behalten. Weißt du, ich steig jetzt hier hoch und sink wieder ab. Also und dann, ach so, hä? Ich gehe so hoch, runter, hoch, runter, aber was bringt's mir in dem Fall? Okay, aber das heißt, du bleibst ganz oben. Du sinkst dann nur kurz ab, aber gehst wieder automatisch, ja, ganz oben hin. Oder sinkst du ab und dann kommst du nur ein bisschen tiefer wieder runter. Ja, komm schon. Yes. Oh, komm. Yes. Ich lebe gerade. Ich lebe gerade so. Ja. Jetzt einfach nur rein und nicht sterben und einfach glücklich sein und das Level beenden. Oh Gott sei Dank, ey. Heilige. Heilige. Heilige, heilige. Huh. Okay. Heineken Suppe. Suppe? Suppe, Heineken Suppe. Kennst du das nicht? Für das Kratzen im Hals. Persönlich. Ganz schön fischig. So, noch zwei Level. Ganz schön fischig. Das sagt mir gar nichts. Das ist so Hering. Ja. Ganz schön fischig. Hey Ivo, kennst du den schon? Ich brauche Fisch für meine Chips. Kapier? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oder wieder Chips. Hahaha. Ach ja. Der Reporter liegt hinter der verschlossenen Tür. Befreie den Hering. Leg den Schalter, um die große Tür zu öffnen. Ich ahne, dass das irgendwie so zusammenhängt. Wahrscheinlich braucht man die große Tür, um rauszukommen. Deswegen braucht man die große Tür, um den Fisch zu befreien. Aber ich bin ein Fisch. Du bist ein Fisch. Musst du dich selbst befreien? Ich würde gerne mal starten. Das ist der coole Kabeljau. Der coole Kabeljau? Ja. Interessant. Ich kann mich null an das Level erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gespielt habe. Also wirklich ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich mag aber die Geräusche. Ja. Keine Ahnung. Was musst du denn hier machen? Ist das der Eingang oder der Ausgang? Da kommst du. Doch, ja. Schade. Okay. Hat sich schon mal nicht gelohnt. Ne. Yeah. Ich schwimme hier so im Kreis. Wie das coole Kabeljau aus der Tour. Unterwasserlevel sind ja generell sehr beliebt. Was ist das da vorne? Zahnrad. Okay. Wollen hier weit absinken? Gefahrenlos? Offensichtlich. Du kannst sogar hier einen auf Superman 64 machen. Ja. Das bringt Punkte? Sind das dann die... Nee, ich hab die Kugeln gesehen. Zum Sagen. Nee, bringt doch keine Punkte. Das ist jetzt die Frage, ob... Dem hätte ich jetzt gesagt, das ist so ein Heilding quasi. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob man die jetzt einsammeln muss, um irgendwie den Fisch zu befreien? Wo auch immer der Fisch ist. Oder die große Tür zu öffnen, wer weiß. Das ist irgendwie gerade ein bisschen random. Oder ob das halt einfach nur für diese Goldtrophäe ist. Die ist halt dann... Wo ist denn der Fisch? Wo ist ein großes Tor? Was ist denn das hier für ein Level? Ich hätte gerne so eine kurze Übersicht am Anfang gehabt. Mhm. Eine Truhe? Dagegen schwimmen? Ja. Hallo? Was? Puh, die Schatzkiste ist verschlossen. Traurig, traurig. Dafür musst du dann wahrscheinlich die Ringe durchschwimmen oder was? Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall wie so ein Riesenaquarium. Ist das ein Schalter? Sieht so aus, ne? Mhm. Oh, ja, da ist der Fisch drin. Ah! Klick. War das jetzt ein Fehler? Das war die Aufgabe. Da ich dachte aber, du noch vielleicht irgendwas machen musst, bevor du ihn freilässt oder so. Ist er tot? Ist er doof? Ich glaube, er ist einfach ein bisschen doof. Sieht aber schon cool aus. Ja, komm, jetzt geht er raus, Fisch. Du musst mehrere Fische befreien, die wussten einfach nicht, dass es einen Blura gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, was da steht, befällt den Fisch. Der muss vielleicht, ja dann anders aussehen als die anderen. Vielleicht oder? Muss es der eine Fisch sein. Ja, eben. Wahrscheinlich ist er golden und zweimal so groß. Das ist auch ein Schalter. Kann japanisch. Kann ich ja auch bald. Achso, du hast den Buch bestellt. Ich habe ja ein Buch bestellt, deswegen kann ich jetzt bald japanisch. Muss ich mal mitlernen, hatte ich immer vorgenommen.